Mein Name ist Jens Stöpfer. Ich bin seit 2010 Bürgermeister der Gemeinde Stöpfershausen. Und hier befinden wir uns auf dem Grundstück des Kindergartens in Stöpfershausen. Und wir waren gezwungen, Einsparungen zu suchen. Der erste Gedanke war, die Ortsbeleuchtung dimmen. Wir hatten im Gemeinderat schon fast Beschlussfähigkeit, bis ein Mitarbeiter der Thüringer Energie auf uns zugekommen ist und gesagt hat, halt, stopp, wir haben hier was Neues. Wir versuchen mal, ein paar Leuchten auszutauen. Wir haben zwischen 60% und 70% unserer Kosten eingespart an der Ortsbeleuchtung. Man freut sich ja immer, wenn man Geld spart. Und man überlegt dann auch, wo investiere ich, was muss ich tun, was ist am notwendigsten. Und da fiel uns ein Projekt ein, und zwar unsere alte Heizung im Kindergarten. Die war 26 Jahre alt. Und bevor wir irgendwann dastehen und unsere Heizung fällt im Winter aus und keiner weiß, wie die Kinder wohin, haben wir gesagt, jetzt nehmen wir das eingesparte Geld und investieren sie in eine neue Heizung im Kindergarten. Wenn man hierher kommt in den Kindergarten und sieht, wie die Erzieherinnen und auch die Kinder freudig auf einen zukommen und sagen, ach, es ist wunderschön warm, es ist super, die Heizung geht jeden Tag, dann kann man nur sagen, man fühlt sich wohl.